Und bei diesen jungen Athleten ist schon eine bemerkenswerte Muskulosität festzustellen. Wie bei dem Engländer Brian Dixon, 20 Jahre alt. Also in Sachen Muskelentwicklung hapert es diesen Nachwuchsstars noch nicht. Die Männer haben nicht wesentlich mehr an Muskulatur, aber sie haben die bessere Härte, sind austrainierter. Im Detail sieht man dann doch schon den einen oder anderen Unterschied. Dennoch könnten viele sich wohl auch in der Herrenklasse behaupten. Die offene Männerklasse beginnt dann ab dem 22. Lebensjahr. Und die meisten beginnen so richtig mit dem harten Training ab 17, 18 Jahren. Von einem harten Muskel spricht man dann, wenn der Fettanteil sehr gering ist. Die Haut sollte dünn wie Pergament sein. Und die strukturelle Ausarbeitung, die kommt dann erst im Laufe der Jahre.